und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und gerade eben ist die lang ersehnte neue My Little Box angekommen. Die kommt sonst immer ein bisschen früher, aber jetzt ist sie endlich da. Und zwar nennt die sich La Boom DT. Also die Feier des Sommers oder so. So viel zu dem Schulfranzösisch, was ich damals hatte. Wir packen das Ganze lieber einfach aus, würde ich sagen. Kommt wieder total süß verpackt, wie eh und je. Also das ist echt immer so liebevoll gemacht. Total niedlich. Einfach so ein Kärtchen mit dabei. Was steht drauf? She sparkles like sunshine. Oh, ist die schön. Die gefällt mir super gut schon mal von der Aufmachung. Dieses Rosé mit dem Rosé-Gold und so. Das ist absolut wieder mein Geschmack. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Geschmack, aber die letzten zwei Boxen waren nicht so meins, aber das jetzt, glaube ich, umso mehr. Ich würde sagen, wir packen erstmal hier dieses hübsche Schächtelchen raus. Das sieht so wunderschön aus, finde ich. Ich glaube, da wird was für eine Brille drin sein, weil da so eine kleine Brille unten drauf ist. Schauen wir aber mal, was da drin ist. Ach, es ist sogar eine Brille. Ja, krass. Und sogar eine richtig schöne. Oh, die gefällt mir gut. Guck mal. Richtig schön. So mit so einem Acrylglas in Rosé. Finde ich sehr hübsch. Die passt doch auch ganz gut hier zu meinen nicht gemachten Haaren, würde ich sagen. Und wir machen direkt mal weiter. Hier unten ist so ein kleines Tütchen drin. Wow, wow. Dein Schleifchen für mehr Abwechslung im Haar. Und das finde ich mega cool, weil sowas hatte ich in der Glow Goodie Bag schon drin. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Und sowas scheint hier auch drin zu sein. Versuch doch mal dein Haarstyling auf die französische Art. Das machen wir natürlich direkt auch auf. Ich bin gespannt, ob jeder irgendwie verschiedene Schleifen hat. Aber auch in so einem Rosé gehalten mit Pink, finde ich sehr schön. Und sogar so eine Anleitung, man kann die auch mit in den Zopf reinflechten, finde ich total süß. Dann haben wir hier aber noch ein kleines Säckchen, beziehungsweise ein großes Säckchen. Denn da sind natürlich immer die meisten Produkte drin versteckt. Und eins lugt hier auch schon so ein bisschen raus und ich konnte erkennen, es ist Ghoul und ich liebe Ghoul für meine Haare. Das ist ein Tiefenaufbaushampoo, ein neues, mit Baobaböl. Und Biotin-Komplex, fünffach Reparatur, das können meine Haare definitiv gebrauchen, Leute, sage ich euch. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier so einen kleinen Planner drin. Oder was ist das? Pinterest und My Little Box. Ja, das ist wie so ein kleiner, ja, so ein kleiner Planer mit so ein paar, ja, Lebensweisheiten und irgendwelchen Tipps mit drin. Aber hier sind noch ein paar Produkte drin. Und zwar einmal die passende Intensiv, das passende Intensiv Repair Konzentrat zu dem Shampoo. Finde ich sehr cool. Und was ist das denn cool? Das schimmernde Eyeliner. Der sieht auch mega cool aus. Guck mal, so ganz leicht irisierend. Das finde ich ja witzig. Also sowas habe ich auch noch gar nicht. Das müssen wir direkt mal ausprobieren. Oh ja, der ist ganz, ganz leicht so irisierend. Ja, bei euch sieht es eher so weißlich aus. Bei mir ist es eher so ein bisschen glitterig. Finde ich sehr schön. Was haben wir denn noch hier drin? Hier ist noch ein Produkt drin und ich feiere es jetzt schon. Denn ich habe davon schon welche von der lieben Heidi damals zugeschickt bekommen. Und zwar ist das... Ach nein, das ist ein anderer. Das ist auf jeden Fall von LOV ein Eyeshadow. Ich habe damals diese Metals zugeschickt bekommen. Und das sind... The Galaxy Eyeshadow and Liner Glitter in Foil Effekt. Ist also doch was anderes. Die kamen nur im selben Packaging. Und so ein cooler Braunton ist das. Das muss ich direkt mal auspacken. Und dann gucken wir uns das an. Oh, das sieht schon wieder so edel aus. Ich liebe Love-Produkte einfach. Die sind einfach toll. Okay, so sieht das aus. Und dann machen wir das Ganze doch mal... Oh Gott, ist der schön! Ganz, ganz leicht für einen Alltagslook. Guckt euch das mal an, wie wunderschön der ist. Oh, der ist richtig toll. Die Farbe ist toll, der Glanz ist super. Also nicht so glitterig, sondern so richtig schön, so ein bisschen zurückhaltender Glanz. Mega schön. Also die Box ist mal wieder der Hammer. Also die ist wirklich richtig gut gelungen. Mir gefällt wirklich jedes Produkt daraus. Wirklich jedes Produkt. Also die sind echt alle richtig cool. Wie fandet ihr die? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich auch super interessieren. Die Geschmäcker gehen ja doch immer auseinander, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder auch auf Instagram. Ich verlinke euch meinen Kanal unten in der Infobox. Sagt tschüss und bis dahin, eure Laura.